Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ich bin so oft hier in Bad Dürrheim bei Stegmann gewesen und habe dieses nachhaltig wertig auf dem Rücken von den Mitarbeitern gesehen, dass ich gedacht habe, da frage ich jetzt mal nach, was da los ist. Und das fanden die so eine tolle Idee, dass sie mich mit diesem Video auch gesponsert haben. Deswegen seht ihr da oben auch Werbung. Ich gehe jetzt rein und unterhalte mich mit dem Geschäftsführer und dem Dennis und dem David über das Thema nachhaltige Werkstatt. Hallo. Oh, schön aufgebaut habt ihr es hier. Eine tolle Werkstatt, bequem hier, wahnsinnig. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Nachhaltige Werkstatt ist heute unser Thema. Du bist, glaube ich, du bist der Chef? Noch bin ich der Chef, genau. Mein Name ist Markus Stegmann, ich bin hier der Chef und ich freue mich, dass du heute da bist. Wir machen die Unfallreparaturen hier. Wir haben auch noch ein paar Oldtimer hier, die wir reparieren oder restaurieren. Und Bosch Car Service haben wir noch, wo wir dann eben Kundendienste und so weiter machen. Wann ist das Unternehmen gegründet worden? 1958 von meinem Vater. Oh, okay, mhm. Weil so alt also, siehst du noch gar nicht. Nee, ich bin kurz danach geboren. Ich habe das Geschäft dann übernommen, vor 15 Jahren jetzt dann. Die zwei hier unterstützen mich hier tatkräftig und es macht sehr viel Spaß mit den zwei. David, du kannst wahrscheinlich gut beantworten, wie viele Mitarbeiter es hier gibt, stimmt's? Ja, wir sind 30 Leute. Okay. Genau. Und für was bist du speziell zuständig? Also ich habe verschiedenste Themen, die ich so beackern darf. Ich bin hauptsächlich für Logistik und Wareneingang sozusagen zuständig. Mhm. Alles, was an Ware reinkommt, das zu kontrollieren, aber auch Einkauf. Mhm. Kümmere mich auch um ein paar Personalthemen, die so aufkommen. Einstellungsgespräche, Bewerbungsgespräche und dann noch so ein paar Zusatzgeschichten, wie sich um die Solaranlage beispielsweise zu kümmern, um Fahrzeuge zu kümmern, um Investitionen und okay, was so ringsherum alles anfällt. Der Dennis kennt ihr schon, muss nichts sagen. Nein. Genau, alles gut. Ich darf hier die Werkstattleitung hauptsächlich übernehmen. Dann Tesla ist so mein großes Steckenpferd da. Und ansonsten noch ja, Kalkulation allgemein ist so mein Hauptgebiet hier. Wir gucken uns ja nachher mal genauer an, was ihr alles tut für die Nachhaltigkeit. Vielleicht erstmal noch, wie seid ihr drauf gekommen, dass man sowas macht? Ich meine, schöner Werbegag, Greenwashing sozusagen, macht sich gut. Nee, aber jetzt mal im Ernst, wie seid ihr drauf gekommen? Gab es irgendwie so ein Erlebnis, wo ihr dachtet, oh, das ist ja, oder viele Erlebnisse? Natürlich ist dieses Wort Nachhaltigkeit oder Öko immer mehr jetzt auch in den Mainstream gekommen, das ist richtig. Wir als Karosseriebaufirma haben aber schon immer eher geschaut, was kann ich reparieren, was muss ich nicht ersetzen. Dass durch Corona noch mehr, sagen wir so, Lieferengpässe entstanden sind, hat man sich natürlich auch noch mehr Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt einen Komfort den Kunden bieten, wie kann ich auch die Reparaturzeiten, die Standzeiten verkürzen, um dem Kunde entgegenzukommen. Also man kann aus der Not eine Tugend machen eigentlich, oder? So ein bisschen auch. Genau. Und dann hat man natürlich noch mehr einen Fokus darauf gelegt und sich nochmal Gedanken gemacht, muss ich jetzt dieses Bauteil wirklich erneuern oder kann ich das gleichwertig, wenn nicht sogar besser, reparieren. Das ist natürlich eine große Sache, das habt ihr auch gesehen in meinem Video. Man muss dazu sagen, es ist nicht nachhaltig, das vielleicht unter uns bei Nacht über einen großen Stein zu fahren. Das ist nicht direkt nachhaltig. Wenn man das lässt, ist es eigentlich am besten. Wenn man es aber dann gemacht hat, dann kann man eben die Tür reparieren, statt sie zu ersetzen. Und das habt ihr bei meinem Auto gemacht. Und wie wir hier ein paar Bildern sehen, macht ihr das auch standardmäßig? Immer oder nur, wenn der Kunde es wünscht? Ihr könnt mich gerne ergänzen, wenn ich jetzt einen Punkt vergesse. Das werden wir. Betriebsklima ist übrigens super. Also. Oft sind Fälle da, da kommt ein Kunde mit dem Gutachten. Der Gutachter hat, muss man jetzt vielleicht auch so sagen, einfach standardmäßig, ich schreibe jetzt alles neu auf. Dann gehen wir natürlich hin und fragen den Kunde, möchtest du das so repariert haben, wie der Gutachter das hat? Wir sehen eigentlich eine andere Reparaturmethode, einmal für besser bzw. für nachhaltiger oder auch einfach für besser fürs Auto. Mhm. Ich muss keinen großen Eingriff vornehmen, ich muss nicht an der Fahrzeugstruktur was ändern, sondern ich kann es richtig instand setzen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Teil erneuert an einem Fahrzeug, dann haben wir eine Punktschweißmaschine zum Beispiel, da kann ich jetzt nicht sagen, ich drehe den Strom jetzt runter, weil wir sind nachhaltig, wir machen den Punkt jetzt nicht mehr ganz so stark, sondern wir machen ein bisschen weniger. Wenn natürlich der Kunde sagt, nee, ich will alles neu haben, dann ist der Kundenwunsch natürlich übergeordnet. Ich glaube, dass das auch unsere Herausforderung ein Stück weit ist, dass wir dem Kunde bewusst machen müssen, dass die Reparatur neu nicht immer besser ist. Also ich denke, es gibt ja Teile, die sind schnell getauscht. Ein Kotflügel, wo nicht, sag ich mal, viel kostet. Oder da wird oftmals auch getauscht. Aber es gibt eingeschweißte Teile, wo wirklich sehr aufwendig sind zum Tauschen.
Und da ist die Nachhaltigkeit definitiv gegeben, wenn man das dann ausbeult oder wieder instand setzt. Und man spart sich auch dieses Schweißen, von dem wir ja gerade gehört haben, dass es auch kostspielig ist. Also für die Umwelt auch. War das eine Anspielung auf unseren Dialekt? Oder? Nee, das ist ja auch mein Dialekt. Also das heißt, wobei, ihr seid Schwaben, ich bin Badener, glaube ich, oder? Kann man das so sagen? Ja. Also, aber das klären wir dann nachher. Ich nehme an, ihr hört das jetzt nicht, aber hier hört man so ein ganz leichtes Summen. Das ist, weil hier gibt es noch ein paar alte Lampen, die normalerweise nie angemacht werden. Die sind jetzt nur für mich angemacht worden. Das heißt, wir verbrennen hier richtig Energie. Da drüben sind LEDs und das sind die, die angemacht werden. Richtig. Und der Strom kommt, wenn ich das richtig sehe, auch von der PV-Anlage auf dem Dach. Wie viel insgesamt, wie viel Kapazität, wisst ihr das? Das kann wahrscheinlich ganz genau der David sagen. Ich kann nur sagen, dass wir schon vor 10 Jahren die installiert haben, diese Anlage. Also wir haben hier knapp 45 Kilowatt Peak auf der Anlage drauf, genau. Auf der oberen Anlage ist es deutlich mehr. Das ist so um die 100, 110, 120 Kilowatt Peak? Ja, würde ich sagen, genau, da kommen wir hin, genau. Das wird vermutlich nicht ganz reichen, um den Strombedarf zu decken. Genau. Wie viel deckt ihr davon ungefähr? Also ich würde sagen, dass wir hier unten an diesem Standort wahrscheinlich so an die 20-30% so ungefähr abdecken. Okay, mit dieser Anlage. Ja. Aber dann ist das Dach halt auch voll. Genau, mehr ist leider nicht möglich. Ja. Okay. Bei den Lackierarbeiten, da kann man offensichtlich ganz schön was sparen, richtig? Genau, und da bin ich froh, hier zu sein in der Firma, weil einfach der Markus immer danach Ausschau hält. Was ist jetzt der neueste Stand der Technik? Und so wurde unsere Lackieranlage von vor über 10 Jahren komplett auf einen Ökomodus umgestellt, der wirklich einschaltet, wenn wirklich die Lackieranlage gebraucht wird. Dann geht es weiter, dass wir ein Gerät haben, sagen wir es mal ganz einfach, ich lackiere mit Stickstoff. Was hat das für einen Vorteil? Die Luft kommt erwärmt aus diesem Gerät heraus und dadurch brauche ich weniger Lackmaterial, beziehungsweise meine Ablüftzeiten, die ich zwischen den Lackgängen habe, verkürzt sich dadurch enorm. Einmal natürlich ein Zeitgewinn, andererseits natürlich ein großer Energiegewinn. Und dann habt ihr noch diese Wahnsinnsmaschine, was keine Jukebox ist. Früher wäre es eine gewesen, ne? Jetzt ist es praktisch eine Lack-Jukebox. Das war der Michael Jackson im Lacklager, ist das bei uns, das ist der Moonwalk. Okay. So nennt sich die Maschine. Ja. Ich gebe den Farbton ein, den ich brauche, die Nuance, die den Lack nachher ausmacht, dass ich das Empfinden habe, mein Lack passt. Ja. Perfekt. Früher hat man das per Hand gemischt. Mhm. Immer mal so Tropfen. Wenn dann 2 Tropfen rausgefallen sind und das war die falsche Farbe, dann hat man nochmal 1/4 Liter Lack mehr anmischen müssen, damit nachher dieser Farbton passt. Und durch solche innovativen Geräte habe ich das nicht. Ja, wir sprechen hier von ungefähr zwischen, ich sag mal, 15% Einsparung von Lackmaterial. Ja. Das schönste Beispiel war, früher hat man immer so ein 60-Liter-Fass und da hat man immer den Rest Lack reingekippt, der sehr aushärte, dass man diesen fachgerecht entsorgen kann. Ich weiß nicht, ob es Fass jeweils, seitdem wir umgestellt haben, ob man da überhaupt das Fass schon mal wirklich nochmal entsorgen musste, weil wirklich weniger Farbrest übrig bleiben. Was ich auch festgestellt habe, wenn ich hier war, ich bin ja gelegentlich hier gewesen für die eine oder andere Scheibe, über die Heckscheibe reden wir nachher nochmal, war, dass ich nie ein Papier gekriegt habe. Ich habe immer nur Mails gekriegt, ich habe PDFs, bin hierher gekommen, habe unterschrieben. Wer hat sich denn das ausgedacht und ist das richtig ein System? Der Anstoß war schon vor Jahren bei uns. Es gibt auch hier keine Aufträge mehr, die auf Papier kommen, ist alles digitalisiert jetzt. Ursprünglich hat mich das aufgeregt, immer diese Post-its an einem PC. Es sieht einfach schlecht aus. Und dann hat man gesagt, eigentlich wäre es toll, wenn man das Ganze auf digital, auf papierlos stellen kann. Und dann war Schritt für Schritt hat sich das entwickelt. Und seit 1,5 Jahren jetzt ungefähr haben wir eine Software mit ein paar anderen Kollegen noch zusammen weiterentwickelt, wo dann tatsächlich es möglich ist, jetzt alles papierlos abzuwickeln. Was dann noch an der ganzen Geschichte für uns in der Werkstatt von Vorteil war, das kriegt der Kunde jetzt so gar nicht mit. Alle Mitarbeiter haben ein Tablet, die ganze Planung läuft digital und das heißt, wir haben gar kein Papier mehr in der Werkstatt. Der Mitarbeiter kann sofort ein Foto machen, das geht sofort in den Auftrag rein, er sieht seine Arbeitsanweisungen digital und so sparen wir natürlich jede Menge Papier, die sonst einfach auch im Hintergrund anfallen würden. Du hast gerade was von das Wort Mitarbeiter erwähnt. Was sagen denn die Mitarbeiter dazu, dass sie jetzt in einer auch wertig nachhaltigen Werkstatt arbeiten? Finden die das interessant oder ist es ein Grund zu kommen oder finden sie es doof? Ich denke, das ist mit Sicherheit zweigeteilt. Es ist natürlich bedeutet natürlich Arbeit, das einfach erstmal zu vermitteln an die Mitarbeiter. Worum geht es uns? Was bezwecken wir damit? Was bedeutet es, so unterwegs zu sein? Und was haben wir nachher für einen Benefit von der ganzen Geschichte? Ja, schon alleine das ganze Thema Energie, was natürlich bei uns auch gerade aufschlägt, ihnen darüber deutlich zu machen, hey, hier haben wir die Chancen einzusparen, was natürlich auch der Firma zugutekommt. Und
Man muss es ihnen natürlich regelmäßig vermitteln. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass es eigentlich sehr positiv aufgenommen ist. Auch wenn wir Neueinstellungen haben, die es natürlich sehr spannend finden. Ja, dass sie sagen, hey, so eine Firma, die so aufgestellt ist, so digital aufgestellt ist und so unterwegs ist, gibt es einfach nicht oft. Ja. Der ein oder andere wird es vielleicht auf Instagram mitkriegen, dass dann die Mitarbeiter schon selber kommen, hey, das wäre doch was, da können wir was drüber machen, weil das muss man zeigen, was man da retten kann. Ich würde sagen, dass bei den Mitarbeitern ist es inzwischen angekommen und die schon von sich aus die Initiative ergreifen, um nach diesem Motto auch hier zu arbeiten. Mit den Kunden, das fängt ja gerade erst an, sozusagen umgesetzt zu werden, aber da gibt es ja schon Erfahrungen, wie das ankommt, wenn man ihnen das anbietet. Es gibt Kunden, die sind natürlich sehr dafür, einfach vom Umweltaspekt her und von allem. Es gibt Kunden, die werden wir überzeugen müssen noch, die gibt es auch. Ein kleines Problem ist immer, wenn einer nicht Schuld hat. Dann möchte er alles neu. Ja. Hätte er den gleichen Unfall und ist selber schuldig, dann sollte man natürlich so viel wie möglich, so kostengünstig wie möglich instand setzen. Und dieses Vermitteln, dass die Reparatur nicht schlechter ist, das ist noch ein bisschen schwer. Aber generell wird es angenommen und manche fragen auch nach, logisch. Hand aufs Herz, die Gretchenfrage, ihr selber, wie seid ihr persönlich, privat, bedeutet euch Nachhaltigkeit was oder gibt es da Sachen, wo ihr sagt, ja, das ist auch bei uns zu Hause spielt das eine Rolle? Ja, also auch ich habe einen Waschlappen zu Hause, aber es gibt natürlich Dinge, wo man darauf achtet, vielleicht essen wir so viel Fleisch oder man überlegt sich, muss ich jetzt da unbedingt hinfahren, also es sind so kleine Dinge. Ich fahre natürlich auch mal gern noch einen Verbrenner, weil es einfach hobbytechnisch vielleicht so auch noch erlaubt ist. Kann man vielleicht bei der Gelegenheit erwähnen, du hast es vorhin nur mal kurz gesagt, Oldtimer spielen ja auch eine Rolle. Ihr restauriert Oldtimer, das ist natürlich auch eine Form von Nachhaltigkeit. Richtig, weil ein Oldtimer, der 50 Jahre alt ist, ich bin gespannt, ob nach 50 Jahren auch noch ein Tesla auf der Straße ist mit Matching Numbers sozusagen, wo der erste Motor drin ist. Und wie sieht es bei euch aus? Eine gute Frage. Wir fangen vielleicht schon beim standardmäßigen Zuhause an. Leuchtet das Licht standardmäßig? Habe ich die Heizung immer auf 5 aufgedreht und vergesse das Fenster zu machen? Also ich denke, das sind so kleine Dinge, wo jeder im Alltag eigentlich drauf achten sollte. Dann geht's weiter. Wo kaufe ich ein? Bin ich regional eher unterwegs mit meinen Lebensmitteln oder kaufe ich Lebensmittel ein? Hauptsache nach dem Preis, nach dem Sonderangebot. Da kann man auch vielleicht gerade anknüpfen, weil wenn bei euch Kunden dieses Nachhaltig-Wertig-Paket sozusagen buchen, dann bringt er sie auch noch ein bisschen in die Richtung, diesen Gedanken mit nach Hause zu nehmen, richtig? Genau. Wenn man die Option bucht, tun wir natürlich unseren Teil auch dazu mit einem Gutschein für regionale Lebensmittel. In Höhe von? 1% des Nettoauftragswerts. Cool. Kriegt es denn die Versicherung bei einem Versicherungsschaden, den Gutschein? Kurz nachdenken. Nein. Das Thema ist bei uns zu Hause auch relativ groß geschrieben. Ich habe schon vor einigen Jahren eine dicke Zisterne verbuddelt, weil ich gesagt habe, hey, Regenwasser haben wir nicht genug. Ein bisschen Garten haben wir auch und ich sehe es nicht ein, Trinkwasser dafür zu verschwenden. Und beispielsweise verbuddel ich jetzt die zweite, weil gerade der Bagger demnächst auf dem Hof steht, weil ich sage, hey, da müssen wir was tun. Wir kaufen regional ein, wir machen in einem Verein hier mit, wo die Gemüse und sowas direkt hier vor Ort angebaut wird, wo man mit selber auch mitmachen kann und auch ernten gehen kann und sowas, weil wir das eigentlich cool finden. Ja. Was sind denn so Themen zum Thema Nachhaltigkeit, was vielleicht diese ganze Branche mal tun sollte, um da auch für euch bessere Bedingungen zu schaffen, dass ihr auch nachhaltiger arbeiten könnt? Gibt es da was? Fällt euch da was ein? Je nachdem, wie bereit einer dafür ist, sowas zu tun, kann jeder eigentlich ein Stück weit dazu beitragen, nachhaltiger zu werden. Manche Dinge haben wir keine Chance und haben auch nicht die Möglichkeit, was zu verändern. Ich wünschte mir, dass manch Hersteller vielleicht nachhaltiger denkt in der Produktion, nicht nur bei der Montage, dass die Autos schnell vom Band gehen, sondern dass bei der Reparatur nachher Möglichkeiten bestehen, Teile wirklich wieder instand zu setzen oder nachhaltig zu reparieren und nicht einfach das Beispiel Scheinwerfer zum Beispiel, komplett einer weggeschmissen wird, sondern dass man sowas wieder instand setzen kann. Ne? Ich habe im Frank immer noch so Birnle drin, die kann ich ja eigentlich wegtun, gell? Ja, die kannst du eine Ultralösch wieder abgeben. Ja. Du musst den ganzen Scheinwerfer, den LED-Scheinwerfer eigentlich ersetzen. Gell? Ja. Hört sich vielleicht jetzt im ersten Moment doof an, aber Mitarbeiter in der Firma zu halten, ist ja auch eine gewisse Art von Nachhaltigkeit. Der weiß, wie man tickt, der weiß, wie die Abläufe sind, der weiß, worauf die Firma Wert legt. Und es ist vielleicht auch eine Philosophie. Also eine Firma, die sagt, okay, wir wollen schnell viel Durchsatz und das ist mehr so wie Fast Food vielleicht. Und wir sagen, nee, das wollen wir nicht, wir wollen Qualität.
Wertigkeit und nachhaltig das Ganze, das ist dann vielleicht eher so 4 Sterne, sage ich mal. Da geht nicht jeder hin, will auch nicht jeder hin. Manche wollen vielleicht Fastfood, aber nicht jeder will es. Und das ist unser Ansatz eher dann. Ich habe bei der ganzen Geschichte fast vergessen, dass wir hier ein Video haben, was von euch gesponsert ist. Deswegen steht da oben auch Werbung. Aber ich fand, es war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mehr Lust auf 4 Sterne als auf Fastfood habt, kann man durchaus hier bei Stegmann in Bad Dürrheim sein Auto hinbringen. Vielleicht trefft er auf mich. Ich bringe es hoffentlich nicht mehr so viel hierher. Obwohl, wir gucken uns nachher die Heckscheibe nochmal an. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir unbedingt ein Like da, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer dieser Dad. Tschüss. Ciao.